So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Story. Ja, kleine konstruktive Kritik war auf jeden Fall auch unter dem Video ist dabei. Das habe ich auch euch ein bisschen, ja, fand ich gut, weil es hieß, die Musik soll ein bisschen zu laut gewesen sein. Ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen, also ich habe es jetzt ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, dass das jetzt soweit ein bisschen ist. Und was noch kam, dass ich bis teilweise ein bisschen zu schnell spreche. Ja, versuche ich mal ein bisschen was langsamer zu sprechen. So, da ist unser Rivale, hopp. Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon ein Hohengras wie aus dem Meter ein Pokémon angegriffen, oder? Ja, schon öfters mal, ne? Das lässt sich vermeiden. Du kannst scheiße durch das hohe Gras schleichst. Genau, es geht ja wach, indem man durch den Stick ein bisschen langsamer und nicht voll durchdrückt. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeift einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergisst, dass jemand richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Kannst du mal machen? Wenn du jetzt ab jetzt zählst, wenn das Pokémon fängt, gewinnt. Oder die richtigen. Wenn wir beide den Best-Berry-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Weißt ja, welchen Bahnhof ich meine. Der, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Genau, so ist es. Wir pfeifen mal. Siehst du, und auf einmal ist dieses Raffel ein bisschen auf uns aufmerksam geworden. Ich werde jetzt übrigens noch nicht hier wirklich fangen, weil ich, ja, wie gesagt, mein Team ein bisschen bauen will. Ich habe mir so ein bisschen mal schon meine Gedanken gemacht. Bezüglich meiner Team-Pokémon, aber ja, kann auch immer mal wieder sein, dass ich ein bisschen durchwechsel. So, da wir hier unterfangen werden. Wir müssen jetzt hoch zum Bahnhof und dann kann unsere Story auch, ja, Ding auch weitergehen. Story, ja. Ein Voldi. Übrigens, ich werde uns nur Gala-Pokémon fangen, also keine nur alten, sondern nur Pokémon, die wir in dieser Region gefangen haben. Und Zigzag ist ja das erste. Zigzag ist ja eine Gala-Form. Also nicht in Gala-Form, sondern in Gala mit Armen. Deswegen, ich werde auf jeden Fall zwei Pokémon aus dieser Region ins Team nehmen. Also mit ihren Regionalformen. Ja, wie soll ich mit Alola mit Raichu gewesen, das gab es auch in so einer Form. Gibt es halt auch in dieser Region. Meines Wissens irgendwie drei Pokémon, die den Regionalformen haben. Ne, vier sind es. Mauzi, Zigzag, Mogmog und Ponyta. Meines Wissens müssten eigentlich die vier sein. Kann sein, dass ich das eine oder andere vergessen habe, aber ich meine, es sind diese vier halt. So. Wir kämpfen dieses Voldi hier, damit wir ein bisschen leveln können. Und ein bisschen Level. Oh nein, bitte nicht. Fangrunga. Ja. Z. Doch, okay, jetzt reicht noch. Das heißt, ich muss mich mal kurz. Boah, ein KP haben wir noch. Also, nehmen wir mal was trinken. Mal wichtig. So. Ja, cool. Freut mich auch auf jeden Fall, dass dieses Spiel sehr gut ankommt. Mir macht es ja auch relativ viel Spaß, klar. Hätte ich auch nicht, dass ich meine Projekte aufgenommen. Da freuen sich dann einige dabei, die tatsächlich sagen, ey, du spielst ja Pokémon sogar. Ja, merkt man schon. Stadtpoke. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall Silberblick erstmal raus für unser Zickzacks. So. Naja, obwohl ich wirklich ehrlich bin, die so ganz. Ganz viele, also ganz alle Gala-Pokémon werde ich nicht aufnehmen. Ich werde ein paar Pokémon aus älteren Regionen, wie halt Zigzag auch. Oh, das ist ein Item. Einen Beleber. Sehr gut. Kann man mal gebrauchen. So, und ich muss mal auf jeden Fall zum Pokémon Center. Ich muss mein Team heilen. Der Bahnhof ist da drüben. Komm. Genau, da links. Und der kann es kaum erwarten, genauso wie ich auch es kaum erwarten kann, hier auf diese Reise zu gehen. So. Ja, ich habe auch ein bisschen gesagt gehabt, dass ich so mein Zeitlimit habe pro Folge. 15 bis 20 Minuten waren dann regulär. Klar, dass die letzte Folge mit 28 Minuten deutlich zu lang war. Ich versuche es wieder ein bisschen in die Richtung zu halten.
Aber jetzt mal über 20, ein bisschen über 20 Minuten. Ich muss mal gucken, was halt passiert ist. Ich wollte auch schon ein bisschen was früher aufhören, aber da ist immer mal wieder ein bisschen was passiert. So, wir gucken mal, was im Supermarkt zu kaufen gibt. Pokéball brauchen wir gerade nicht. Wir haben noch 27 Stück, also haben wir genug. Trank haben wir 5, brauchen wir ein bisschen was. Nehmen wir mal nur so 11 Stück mit. Wir kaufen an, wir haben ja 31.000. So, und Gegengift brauchen wir auf jeden Fall. Aufwecker brauchen wir. Paraheiler nehme ich mit. Die kann man immer mal gebrauchen auf der Reise. Belebbar. Nehmen wir 8 Stück mit und dann ist unser Geld fast weg. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ändert sich übrigens von Orden zu Orden. Ja, die Auswahl im Pokémon Center. So, dann machen wir uns jetzt auf zum Brassbury Bahnhof. Wie gesagt, die Region ist übrigens an England so ein bisschen oder Großbritannien so ein bisschen angelehnt. So, das hier sieht alles sehr britisch aus. So, und? Wie viel Pokémon hast du gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschafft. Das ist mein neues Assamärmel. Mal sehen, du hast... Hast du kein einziges Pokémon gefangen? Was ist da mit dir los? Je früher du anfängst, ein Team aufzubauen, desto besser. Das waren halt auch nicht alle Team-Pokémon dabei. Aber das Pokémon, was er gefangen hat, war wahrscheinlich das Micro. Das wird er nämlich auch im Team lassen. Also, falls ihr noch ein Flug-Pokémon braucht, nehmt dieses Pokémon. So, ich habe die Team 40 Sternschauer bekommen und ja, es sind Attacke vom Typ normal. So, mit der Art kannst du dein Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Ja, das hat sich ja geändert gegen früher. Ich weiß nicht, wann die Änderung kam. Früher konnte man sie ja nur einmal einwählen, weil die VM konnte man ja, mehrmals einsetzen. VMs gibt es hier uns nicht. Nur so nebenbei. Es gibt Ace-Pokémon, aber doch da kommen wir dann irgendwann im Laufe des Spiels dazu. So. Genau, Sternschauer können wir gucken, ob wir so Zickzacks beibringen. Genau. Gucken wir mal gerade. Da ist es. Ist er lernbar, genauso wie auch Hoplo, aber wir hören. Zickzacks macht am meisten mehr Sinn. Ist ja ein Pokémon vom Typ normal. Und. Und Licht. Hat übrigens auch hier nur in Gala eine dritte Form. Normalerweise ist es ja Zickzacks. Ich weiß gar nicht, wie die Weiterentwicklung von ihm heißt. Geradax, genau. Und es gibt hier noch eine weitere Form, Barrikadax. Und das war eigentlich der Grund, warum ich das ziehen will. Weil ich es einfach mal ausprobieren möchte. Ich habe es auch mehrmals privat durchgespielt, habe es noch nie genommen. Jetzt probieren wir es aus. Genau wie ein weiteres Pokémon, aber auch da kommen wir dann erst dazu. So, Mom, was machst du denn hier? Als du Chip vom Dino geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolika hat uns gerade verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Ein Camping-Set bekommen. Hm. Ja, mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone oder andere schon Ort am Zeltaufschlag und dort zu kochen. Auch das probieren wir dann, wenn wir dann in der Naturzone sind, aus. Mit der Pater-Pokémon an der Seite gibt es nichts, wofür ihr Angst haben müsst. Oh, danke. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mal der nächste Champ werden will. Das sind deine Kinder bei der echten Champs. Ich hatte es davor. Das gab es noch nie. Da haben wir aber was dagegen. Wenn ich sag's hab, dann kann ich euch nur eine gute Reise wünschen. Bis bald. Adios, bye bye und los. Ab jetzt treffen mich und an jeder Ecke richtig starke Trainer und auch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's richtig los. Komm, brechen wir auf. Ja, endlich. Hopp, hopp. Jetzt hat mal Zeit. Ja, jetzt 10 Minuten und wir haben nicht viel geschafft. So. Rund um Engine City erschreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Ja. Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Wie diese zwei auch hier. Und außerdem kann man da auch campen und angeln. Och, total aufregend. So. Und schon sind ja der Badesvorseher, oder? Was? Ich? Ja, natürlich. Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Jungs, aber der Volley blockiert gerade die Gleise. Ist also leider erstmal Endstation. Hm, scheiße. So.
Leute, Glück im Unglück, würde ich sagen. Was? Was Glück im Unglück? Ja, die Nutzung des Riesengroßes, da kann man oder schießen Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder? Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Da kann man durchaus, ne? Und übrigens findet man natürlich auch Pokémon, die eigentlich um einige Level höher sind als wir. Also, ja, nicht nur unser Levelbereich um die Level 10, sondern auch Pokémon Level 30 und 40 und das ist übrigens in der Naturzone. Ein riesen Areal. Wo sie verschiedene Pokémon. Ähnlich wie die Safari-Zone übrigens. So. Schau mal. Oh. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Also quasi eigentlich war es geradeaus weg. Ist ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie Pokémon wohl denn entdecken werden, bevor die Stadt erreichen? Hey, das ist Sanja. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegangen. Denn da war ich mit den beiden, hat sie gesagt, von der Tatendrang gesehen, gehen sie auf Reisen. Und, was stellst du mit deinem Leben an? Oh, ganz schön schräg. Ja, aber ich mach doch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, das ihr im Wald begegnen seid, das geht mir übrigens nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wa? Ja, wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder richtig zu angeln zu campen. Ja, speziell das bei Dale hat ganz genug campen. So, jetzt grase ich mal diese rote Leuchte an Pokémon deshalb und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Was Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Ich hoffe, Hopp weiß, worauf es sich an ist. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man viel mehr selbst an Pokémon dynamaxieren. Vergiss das nicht. Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Bevor du dir eine Nase an eines dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Anschluss bekommst du jetzt noch etwas Tolles von mir geschenkt. Eine Pokémon-Box. So, du verschaust das Item in der... okay, wollte ich nicht vorlesen. Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Box im Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder Team aufzunehmen. Also ihr müsst nicht immer nur immer wieder zum Pokémon-Center zurück an diesem PC, sondern ihr könnt das auch machen, wenn ihr unterwegs seid. Das ist eine Pokémon-Box, damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, wa? Schau dir so für den Pokémon, wie du kannst, und füll deinen Pokédex. So, ab jetzt mit in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Genau, und das machen wir aber nicht jetzt mehr, das machen wir dann in der nächsten Folge, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Hey, jetzt in die Naturzone zu gehen. Ja, wir würden hier nur einen Teil davon schaffen, also nicht ganz. Ich werde mir, wenn ich da ein bisschen nebenbei machen, was wir dann machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge.